Pour moi, la raison qui pourrait vraiment pousser à faire cette profession, c'est si on a soif de savoir. Moi, j'étais intéressée par énormément de domaines différents et je retrouve un petit peu de tout dans la droguerie. C'est vraiment quelque chose qui permet d'un peu tout rassembler en un seul endroit, de s'intéresser à tout plus ou moins en profondeur et de trouver ses préférences. Also, ich liebe es im Labor zu sein. Vor allem jetzt so Teemischungen und halt einfach Spagyrik abmischen. Ich finde das sehr interessant. Vor allem auch bei den Kunden. Beim Spagyrik muss man ja eine Beratung machen. Und man kann wirklich so mit den Kunden sitzen und reden, was das Problem ist und alles drum und dran. Und für die Schule ist das sehr praktisch, weil ich lerne gerade noch die Pflanzen und all die Wirkstoffe. Also an sich komme ich nicht jeden Morgen ins Geschäft und nur beraten, sondern es gibt halt mega viel Hintergrundarbeiten. Und zudem gibt es halt eben auch Dienstleistungen, wie zum Beispiel jetzt Blutdruckmessen oder auch Haarmineralanalyse oder wenn man dann eben jemanden zum Schminken beraten. Alors, c'est que la personne soit satisfaite et convaincue de ce qu'on lui donne. Et vraiment, ben, si elle est satisfaite, qu'elle est convaincue, qu'elle a aimé ce qu'on lui a donné, elle va revenir. Même si ça a marché, qu'elle n'a plus le même souci, elle va revenir pour nous demander un autre conseil parce qu'elle sait qu'elle peut nous faire confiance que ce qu'on donne, ça marche. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Man hat halt extrem viel, wo man lernt. Nicht nur Sachen, die man im Beruf kann brauchen, sondern man lernt auch extrem viel für die Haie, für den Alltag, für die Zukunft. Allgemein, man lernt extrem viel, wo man dann im Leben kann brauchen kann.